So, und da bin ich schon wieder. Ich bin gefragt worden, es gibt zwei verschiedene Verschlüsse, nämlich einen, der sichtbar ist und einen, der nicht sichtbar ist. Wie wird das gemacht? Wie wird es richtig gemacht, dass man nicht hängen bleibt, dass er auch schön am Körper anliegt und nicht absteht? Und das werde ich euch jetzt gleich nochmal zeigen. Und ja, der ein oder andere, der wird das schon längst wissen, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, es gibt ja immer Anfänger, die das auch wissen müssen. Und wir probieren einfach mal. Ich schneide 80 cm ab. Ich mache ja immer das Maß, wenn ich meine Rolle nehme, Mitte, Brust, langer Arm. Das ist so mein Maß, wo ich immer abschneide. Und dann zeige ich euch jetzt, wie dieser Kettenanhänger hergestellt wird. Also ich lege ja immer den Draht auf meinen linken Finger, ganz einfach, weil dann kann er nicht weg. Wenn ich das so in der Luft mache, ja, dann treffe ich nicht wieder, dann komme ich nicht wieder an den Anfang. Oder, also ich erkläre es euch ganz einfach. Den auf den Finger setzen und mit der Rundzange einmal nach unten biegen. Und bitte ganz vorsichtig, weil viele drücken zu sehr zu und dann gibt es ganz, ganz viele Macken. Ich sagte ja auch bereits, es gibt die Backenzange, mit der man gut arbeiten kann. Natürlich bekommt man mit der Backenzange aber nicht das Innenleben so schön. Dann schneide ich das einmal am Anfang. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, damit ich auch eine schöne Rundung bekomme. Und jetzt guckt mal, diese Zange darf den Draht nicht berühren. Also ich lasse praktisch hier die eine Zangenseite und führe nach. Und ganz vorsichtig gehe ich hier weiter. Und mehr kann ich auch gar nicht weitergehen. Vielleicht war das jetzt auch gerade verdeckt mit meiner Hand. Das soll jedenfalls so aussehen. Ihr könntet jetzt natürlich die Backenzange nehmen und könnt mit der Backenzange euch das auch so rumwickeln, rumziehen, eindrehen. Das ist auch eine Technik, die man da verwenden kann. Ihr könnt aber ansonsten auch den so in die Hand nehmen, wie beim Stricken, den Wollfaden etwas straffer und mit der Hand dreht ihr dann praktisch den Draht zu einer Schnecke auf. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller, weil da muss man nicht jetzt irgendwie lange rumdüdeln. So, und jetzt habe ich hier gleich meinen Kettenanhänger fertig. Und viele hören schon früher auf, weil sie sagen, ach Mensch, der ist mir jetzt zu groß und nee, macht's ruhig bis zum Schluss, weil wir drücken den ja gleich noch zusammen. Der wird ja noch so ein bisschen erhabener werden und nicht so platt wie eine Flunder. So, und jetzt ziehe ich mir den letzten Rest so ein bisschen nach oben und nehme den Ring nun auf dritter Stelle, also 1, 2, 3, biege mir das einmal hier so herum. Schneidet das natürlich ein bisschen sauberer noch ab. Wenn ihr das auf dem Reif macht, braucht ihr natürlich die Öse nicht so groß lassen. Schneidet es nochmal ab. Setzt den Draht wieder vorsichtig dran. Und jetzt habt ihr ihn schon so richtig auf der linken Seite. Und jetzt haltet ihr den fest und zieht euch den, seht ihr das? Den Verschluss so nach unten. Nehmt es in die Hand und drückt das so ein bisschen rund. Und guckt mal, was jetzt passiert. Der hat sich so ein bisschen nach innen geschoben. Der Außendraht. So. Ich kann hier noch ein bisschen was wegnehmen. Setz den da nochmal ran. Wenn ich den jetzt so auf den Reif setzen würde, dann würde der kippeln. Das seht ihr auch. Und der hier kippelt gar nicht, der ist glatt. Und warum ist er glatt? Das zeige ich euch jetzt. Ich nehme den jetzt mal hier raus. Setze den in den Kippelaufhänger. Na, noch kippelt er hier.
Und jetzt gehe ich mit meiner Handfläche ganz vorsichtig einmal hier so rüber. Setz praktisch auf und ziehe ihn so längs. Raufsetzen und längs ziehen. Und dann drücke ich ihn und forme. Und so habt ihr ihn wirklich schön glatt. Wenn er jetzt zu steif ist, dreht ihn einfach um, löst ihn ganz dezent, nur ein bisschen, so dass er wirklich schön Spiel hat und locker ist. Und so sitzt er richtig toll am Körper. Also das war jetzt, wie gesagt, der Kettenanhänger, der eine Verschluss. Und dieser Verschluss, den kennt ihr ja schon aus meinen anderen Videos, aber den Kettenanhänger kennt ihr vielleicht noch nicht. Und auch da gehe ich jetzt einmal und ziehe mir ja so 80 cm von meiner Rolle ab, lege wieder den Draht auf meinen Finger, so wie wir das gerade eben auch gesehen haben, schneide wieder das erste Stück ab und wieder nachfassen. Mit in die Hand nehmen, wer es wirklich schwer hat, der nimmt die Backenzange bitte. Und dann wird wieder der Kettenanhänger aufgedreht, so wie wir das bei dem Kettenanhänger schon gemacht haben. Ja. Und jetzt kommt ihr schon bald zum Ende hier. Jetzt nehme ich diese Seite, drehe mir den wieder um, lege mir den Draht wieder auf meinen Zeigefinger. Also wie gesagt, wenn ihr damit nicht klarkommt und ihr euch das schon anders angewöhnt habt, dann macht es natürlich so, wie ihr das besser könnt. Nachfassen. Ganz wichtig wieder, die Zange darf den Draht nicht berühren, sonst haut er euch ja gleich wieder so einen Bogen rein. In die Hand nehmen oder die Backenzange nehmen. Und jetzt formt ihr euch einen kleinen Kringel. Wenn ihr ihn, dann sieht es ungefähr so aus. Jetzt haltet ihr den unterhalb mit Daumen und Zeigefinger unterhalb von den kleinen Plättchen fest und zieht euch den so rüber. Immer noch festhalten. So, man braucht natürlich schon ein bisschen Kraft jetzt, ne? Aber das ist Übungssache. So, und dann sieht er so aus und dann setzt ihr euch den wieder ran. Natürlich könnt ihr ihn auch noch ein bisschen eindrehen wieder, so wie ich es gemacht habe bei dem anderen. Dann einmal ein bisschen vorholen. Also wer das jetzt richtig toll noch so ein bisschen Pfiff geben will, der hämmert das Ganze einfach nochmal hier oben. Das mache ich jetzt mal mit dem kleinen Amboss. Achtung, es wird wieder laut. Und ich finde schon, das sieht schon ein bisschen edler aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt, wie das hier so ein bisschen funkelt. So, und jetzt mache ich natürlich den anderen Aufhänger. Diesmal habe ich mich entschieden für einen Flachdraht 5 mm geprägt. Also ihr könnt auch einen glatten dran setzen, einen geprägten dran setzen. Wir haben so einige Spezialdrähte. Ungefähr so 5 mm biege ich wieder rein, setze den hier rein, drehe mir den Kettenanhänger um, einmal mit der Zange und schwuppdiwupp, schön locker muss er sitzen und dann wieder mit dem Ringdorn dritte Stufe einmal rüberziehen und abschneiden. Das mache ich natürlich. Die Schlaufe will ich diesmal etwas größer, weil ich da ja noch ein Band, ein Kautschukband vielleicht durchziehen möchte. Ich kann aber den Kettenanhänger auch lang tragen am langen Band. Und schaut mal, jetzt habe ich da den passenden Kettenanhänger noch dazu gefertigt. Und die Frage war natürlich auch mit dem Ring. Es ist ein ganz, ganz einfacher Ring, aber der hat es immer in sich. Also der ist wirklich schick und edel und ganz zeitlos und schlicht. Aber ich habe auch gesehen, dass einige den etwas verkehrt rum biegen. Und deswegen werde ich euch das nochmal zeigen. Natürlich ist das kein Ring für die Hosentasche, sage ich mal, oder für die Handtasche,
ganz einfach, weil ihr dann vielleicht mal hängen bleibt, aber dann könnt ihr euch den ja wieder runterklappen. Ja, ich nehme jetzt circa 40 cm, 45 cm, je nachdem, wie groß die Kappe werden soll. Dann suche ich wieder, was ich praktisch für eine Ringgröße habe. Das messe ich vorher aus. Das kennt ihr ja auch aus meinen vorhergehenden Videos. Es gibt ja noch die Schablonen dazu. Aber diese Teile sind wirklich die besten mit. So, ich nehme jetzt einfach mal 18,5. Das ist hier auch immer nummeriert. 18,5. Und wickel mir das dreimal herum. Also man braucht keine viermal rumwickeln. Zweimal ist jetzt auch ein bisschen dünn. Dreimal. Ganz wichtig, das erste Stück müsst ihr schneiden. Weil ihr seht das, wie das so ein bisschen gerade wegschießt. Wenn ihr das nicht machen würdet und reinbiegen würdet, ist es wie bei dem Kettenanhänger Alexa. Also wirklich schneidet euch das Stück. Hier wird scharf geschossen. Der flog etwas weit. So, jetzt nehme ich den auf die andere Seite. Wieder den Draht auf meinem Finger. Eine kleine Rundung machen. Und wieder diese Rundung einschneiden. Wenn ihr übt, übt immer mit Silber. Silber, nimmt euch das nicht übel. Zum Schluss könnt ihr gerne noch mal ein bisschen hämmern. Aber macht's einfach. So, und dann auch, wenn er jetzt so ein bisschen erhaben ist oder erpiekst, nehmt die Backenzange einmal drauf. Dann ist es wirklich auch schön gerade. Und jetzt fertigt ihr den Ring. Den Ringdeckel sozusagen. Und ihr seht schon, jetzt komme ich der Sache so näher. Und ich weiß nicht, wie die anderen ihn einbiegen, aber ich drehe ihn mir jetzt einmal so herum. Konntet ihr das sehen? Also ich habe ihn jetzt so aufgerollt und drehe ihn so rum. Jetzt würde ich ihn gleich noch hier eindrehen. Das zeige ich euch gleich, weil jetzt wollte ich euch gerne die Hammerschlagtechnik noch zeigen. Das ist jetzt ja so, dass der schlicht ist, passend eben zu den Anhängern. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Hammertechnik, Hammerschlagtechnik, also mit diesem kleinen Böckel wieder von oben. Wir haben ja sonst die anderen Sachen immer von unten gehämmert. Mit und jetzt guckt mal, wie der funkelt und glitzert. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann, aber vom Licht her, hier wäre es jetzt die glatte Form. Und hier ist es so ein bisschen funkelnd wie, ja, kleine Diamanten. So, und jetzt drehe ich den so ein. Seht ihr das? Und ziehe den rüber und gehe jetzt mit beiden Fingern und drehe und drehe und drehe. Und fertig ist er eingedreht. Dann setze ich den nochmal auf meine Ringschiene, drücke ihn nochmal so ein bisschen ran und das war's. Übrigens, Champagner sieht ganz großartig aus. Gehämmert. Und jetzt habe ich den Ring zum Funkeln. Wenn ihr natürlich den passenden Kettenanhänger auch so zum Funkeln bringen wollt, dann müsst ihr den natürlich auch nochmal so hämmern mit Hammerschlag. Dann passt der natürlich richtig toll dazu. Und wie ihr das kleine Teilchen dann hämmert, das hatte ich euch ja gezeigt in den Blumen. Kettenanhänger ein bisschen wegbiegen, also nicht direkt auf den Kettenanhänger tackern, klopfen, hämmern, sondern wirklich erstmal wegbiegen. Ja, ich hoffe, dass doch der ein oder andere Tipp jetzt dabei gewesen ist, was euch gefallen hat. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich bald schon wieder auf ein weiteres Video. Es wird noch eine ganz, ganz tolle Schneeflocke kommen, noch ein Armband. Und es sind noch viele Wünsche da. Und vielleicht, wenn ihr Anregungen habt, dürft ihr gerne mich auch anschreiben, was ihr vielleicht mal sehen wollt, was ich für euch fertige und was ich euch zeige. Bis dahin alles Liebe, eure Katja.